Sali zusammen. Bevor wir loslegen, muss ich euch noch ein bisschen Kontext geben zu diesem Vlog, weil es ist nie als Multi-Day-Vlog geplant gewesen. Also, das letzte Video war der Electronics Ban, das heisst die Reise von Zürich über Istanbul nach San Francisco. Jetzt geht es weiter, als ich in San Francisco angekommen bin, um an der Konferenz teilzunehmen, SVVR, Silicon Valley Virtual Reality Konferenz, wo meine Firma Kensan Studios als Aussteller teilnimmt. Wir nutzen dieses Event auch, um unsere neuen bahnbrechenden Produkte vorzustellen. Das ist Kensan Arena, ein Virtual Reality Playground, wo ihr auf 200 Quadratmeter mit euren Freunden zusammen Spiel spielen. Die erste Kensan Arena wird Ende Sommer in Zürich eröffnet. Und dann gerade dazu haben wir unsere zwei Blockbuster-Games vorgestellt. Das eine ist The Lost Pit VR, First-Person-Shooter, Multiplayer. Und das zweite ist Enigmatic, ein Escape-Room-Game, wo ihr müsst zusammen mit euren Freunden, Familie Rätsel lösen, um aus dem Escape-Room rauszugehen. Gut, jetzt können wir loslegen. Der erste Tag in San Jose. Was ab zum Pascal, jetzt müssen wir die ganzen Präsentationen von morgen vorbereiten. So, wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Mittlerweile ist 4 Uhr. Ich hatte null Zeit, irgendetwas zu erzählen. Aber ich wollte euch noch ganz schnell das wunderbare Airbnb zeigen, das wir hier haben. Ist das still nicht wunderbar mit all diesen Farben? Schöne Küche. Dann geht es hier im Gang. Das Zimmer rein. Nice Bett. Und hier ist das Bad. Pascal hat heute den ganzen Tag unseren Teaser zu unserem neuen Spiel, The Lost Pit VR, gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Video irgendwann einmal online ist, ist der Teaser schon draus und ich werde ihn hier unten verlinken. Oder hier oben. Oder hier oben. Ich weiß es auch nicht. Thank you very much. So, es ist noch nicht offen heute. Noch nicht. Noch nicht alles aufgebaut. Ich zeige euch mal schnell unseren Stand. Schon ist auf dem Skateboard. Virtual Reality Mall Experience Produkt. Ich zeige das DuPont Time Machine. Und unser Game Star Parrot. Auf der anderen Seite unser richtig grosses Spiel. Das ist richtig Scheps. Guten Morgen. Es ist Mittwochmorgen. Heute ist der grosse Tag. In 2 Stunden am 10 Uhr habe ich zuerst einen Startup-Pitch von Investoren und zur gleichen Zeit, also muss der Raum wechseln, das Presse-Announcement von unserem neuen Produkt Kensan Arena. Ich bin leicht aufgeregt. Keine Ahnung, wie viele Leute das dort werden sein. Keine Ahnung, was für eine Aufmerksamkeit wir werden bekommen. Aber ich habe gedacht, du noch mal alles durchsprechen, ein bisschen üben und dann parat machen und ab zur Konferenz. 210. Okay. 210E, we found it. Ronnie. Ronnie, great to meet you. Nice welcome to meet you. Welcome. You know what? Welcome. You ride over here and then that way you can kind of scoot in. So, Soundcheck ist gut gegangen. Jetzt haben wir zuerst den Startup-Pitch vor Investoren. Wir starten jeden Moment mit der Präsentation. Pascal ist noch gerade am finalen Touch für seine Speech. And then we rock it. Yes. Viele Leute hier drin, viel mehr als ich erwartet habe. So, beide Präsentationen durch. Ist gut gegangen. Die Leute, sehr gut. Der Pascal ist sehr happy. Die Leute sind absolut begeistert von unserem Konzept. Und ich tue da unten alles dazu verlinken. I have to show you this.
Die haben einen kleinen Giftbag am Presse-Event. It's called Zebra Partners. And what I found amazing. Sie haben ein Kärtchen dazu gemacht. Uppala. And it's handwritten. Oh, wow. Good luck. Good show. That's very nice. Richtig cool. Yeah. Richtig lieb. Danke, Zebra Partners. So, ich tue jetzt euch noch ein paar Impressionen vom heutigen Tag zeigen. Viel Spaß. Would I let you go if you left me? Would I let you go if we're standing in miles? You really feel like you're there. Yeah. You have to try it. Das ist richtig cool gewesen. Hat es meinen ganzen Körper gespürt, hat Gänsehaut gegeben, während man die Filme und die Experiences gesehen hat. It's overwhelming. Haptic West. Haptic West. Very original. Yeah. Perfect. My old black laptop. You connect it to the laptop? Yeah. I mean. Ich bin am Neutom stand und tue einen neuen Shooter ausprobieren. Mit diesen Waffen müssen wir irgendwelche bösen Jungs töten. The alarm is false. Pascal, Danny. Hi. Hat ganz lustige Leute hier und die haben eine richtig schöne Party gemacht für heute oben. Aber wir müssen jetzt gehen, weil wir haben Nachtessen. Mama mia, ist das ein langer Tag gewesen. Mittlerweile oben am 7. Ich muss meine Speech vorbereiten für morgen über Economics of VR Arcades. Und dann noch gehen wir essen. Sorry für die dreckige Scheibe. Guten Morgen, es ist Donnerstag. Ah, ich habe gerade eine ganz schöne Mitteilung bekommen. Und es ist im Delivery Van zum ausgeliefert werden. Das heisst, heute gibt es ein Boosted Board Unboxing. Ansonsten weiter Konferenztag. Heute halte ich meine Rede, halten, die ich gerade noch am Vorbereiten bin. Zweitletzter Tag in San Jose, weil morgen geht es wieder heim. Ich bin gerade aus dem Hotel rausgekommen und hat Nicole getroffen mit einem Boosted Board. Das ist Nicole. Hi. Und ich durfte es gerade schnell fahren und es ist mega. Es ist wirklich mega. Sehr flexibel. Man kann viel längere Kurven fahren als mit dem Storyboard und der Band auf Mies heute oben. Bye bye. So, es ist mittlerweile Nachmittag, ich bin gerade unterwegs zu meiner Rede und bin sehr gespannt, ob irgendjemand kommt. Hello and good morning. No, not good morning, good afternoon actually. Hello. So, die Speech ist fertig, ist ganz gut gegangen, Feedback ist gut, ich bin zufrieden. Boosted Board. Was sehe ich da schwer? Definitiv schwerer als ein Storyboard. Controller, Quick Start Gate, riesengroßes Ladegerät, Boosted Kleber. Risk of Death or Serious Injury. Ist sogar voll. Okay, das ist der Ladeport. Erstes Fazit gegenüber dem Storyboard. Es ist sehr schwer. Ich meine, das Ding ist auch irgendwo um die 6-7 Kilo.
wenn es 7 Kilo sind, effektiv, es fühlt sich viel schwerer. Ich tue es trotzdem noch schnell ans Ladegerät anschließen und natürlich auch die Fernbedienung laden. Und dann geht es ab auf die erste Fahrt. Das Bambusdeck hat einen extremen Flex drin. Du musst jetzt ein bisschen mehr daran gewöhnen. Das Storyboard ist komplett in Kontrast, ist komplett steif. Ich muss sagen, das mit dem Rückwärtsfahren ist ziemlich cool. So, ultra manövrierbar. Ich bin im Anfängermodus und ich habe die Anleitung nicht gelesen. Das heisst, ich weiss nicht, wie man es dort umschalten. Motor viel, viel leiser als beim Storyboard. Und der Flex lässt es wirklich gut über Bodenunebenheiten fahren. Erster Eindruck? Sehr gut, sehr gut. Einziger Manko, den ich bis jetzt sehe, ist das Gewicht. Aber sonst super. Lässt sich super gut fahren. Beeindruckend. So, jetzt muss ich ab ins Restaurant, ich bin nämlich schon spät. Welcome, welcome! It's actually really, really good. Super schönes Essen gewesen. Gutes Steak. Das erste Steak seit dieser Woche hier bin. Und bin ziemlich zufrieden. Skateboard läuft super, super happy. Und gehe jetzt ab ins Bett. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Und wie ihr seht, haben wir relativ viel Gepäck. Jonathan hat das grösste Auto genommen, das ich noch hatte. Hey du! Ja du! Hast du schon abonniert? Noch nicht? Dann drück hier oben rechts auf Abonnieren und auch noch gerade auf die Glocke, damit du up to date bleibst, was auf meinem Kanal läuft. Und du findest mich übrigens auch auf Snapchat, Instagram, Facebook und Twitter.